Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem Mod-Vorstellungsvideo hier im Jurassic World Evolution. Und heute schauen wir uns eine ganz besondere Mod an. Gott, was zuckt er denn da so? Habt ihr das gesehen? Wir schauen uns eine ganz besondere Mod an. Nämlich ist das eine Mod, mit der man es ermöglicht, in Bereichen zu bauen auf der Map, in denen man vorher gar nicht bauen konnte. Diese hebt nämlich die Baubegrenzung auf. Normalerweise ist das hier Isla Dacanio und da ist hier Schluss, an dieser Grenze eigentlich. Und in dem ganzen Wasserbereich, der wunderschön ist, kann man normalerweise gar nicht bauen. Allerdings ist halt durch diese Mod auf jeder Karte dieser Baubereich bzw. diese Begrenzung aufgehoben. Und man kann jetzt überall bauen und ich habe die Chance natürlich direkt genutzt und habe hier vorne direkt am Wasserfall gebaut. Mensch, was schreit ihr denn so? Und ich habe es hier so aussehen lassen, dass die Mosas hier wirklich im Wasser schwimmen. Finde ich ziemlich cool. Das ist halt jetzt möglich, weil eigentlich das Wasser so gar nicht da ist. Weil ich konnte sogar hier Wasser im Wasser platzieren. Das ist halt einfach nur optisch da. Und ja, ich habe dann den Boden so tief gemacht, dass die Mosas noch ganz knapp aus dem Boden schauen. Weil normalerweise schweben die ja so, wie es jetzt ist. Und dadurch, dass dann das Wasser da noch so ein bisschen vorhanden ist, sieht es halt jetzt so aus, als wenn die wirklich schwimmen. Und das kann man jetzt auch anpassen, wie man möchte. Man könnte jetzt zum Beispiel die auch noch tiefer versenken, wenn man dann nur so einen leichten Schatten von oben sehen soll. Das kann man dann machen, wie man will. Ihr seht das jetzt, mache ich das mal tiefer. Schon verschwinden die und dann sieht man nur noch so leicht die Umrisse. Dann sieht es sogar noch fast cooler aus, ne? Oh, die tauchen sogar auf, wenn sie sprinten. Guckt euch das an. Okay, das ist nice. Kann man dann natürlich auch handhaben, wie man möchte. Oh, die fressen jetzt, glaube ich. Na, wir gucken uns das mal von hier oben an. So soll es ja auch sein, der Effekt. Es sieht schon cool aus. Es sieht so aus, als hätten wir wirklich einen Mosa im Spiel, oder? Ich feiere das. Richtig nice. Dass man da so rumtricksen kann. Durch diese Mod werden wir so viele coole neue Möglichkeiten bekommen. Und man könnte jetzt ja sogar noch beigehen hier. Warte mal, geh nochmal unter Wasser. Ah, ist schwierig. Ich glaube, wenn ich so in der Kameraperspektive bin, kann ich nicht unters Wasser. Man könnte es jetzt aber auch so machen, dass man das Wasser an verschiedenen Stellen, beziehungsweise nicht das Wasser, sondern den Untergrund an verschiedenen Stellen unterschiedlich tief macht. Und dann sieht es halt so aus, als wenn er dann mal mehr abtaucht und mal weniger. Aber diese Höhe gefällt mir schon echt gut. Manchmal taucht er dann auch noch auf. Hier seht ihr das. Jetzt ist hier wieder flacher. Ah, das ist cool. Okay, ich feiere das gerade mega. Kann gar nicht genug bekommen. Aber wir wollen jetzt natürlich nicht die ganze Zeit auf die Mosas eingehen, denn es geht ja nicht um die Mosas, sondern um die Mod, die uns das hier alles ermöglicht. Man kann dann natürlich hier auch auf dem Wasser sowas bauen. Das sieht ja auch sehr cool aus. Da könnte man einen richtig coolen Aquapark bauen. Man kann natürlich dann auch unter Wasser alles platzieren, wenn man möchte. Zum Beispiel hier Trees, Redwood Trees, die sind jetzt unter Wasser. Und man kann hier natürlich dann auch noch anheben. Man hat halt jetzt richtig viele Möglichkeiten. Und man kann natürlich auch außerhalb von diesem Wasserbereich bauen. Man hat wirklich eine riesen Fläche. Hier ist ja normalerweise Parkende, aber man kann auch noch hier nach hier oben zum Beispiel gehen. Man könnte sogar hier noch ein Gehege bauen. Hier vorne ist nämlich jetzt die Parkbegrenzung. Das heißt, hier könnte man auch noch ein wunderschönes Gehege bauen. Vielleicht hier ein Mosasaurus-Gehege hin. Wäre vielleicht noch eine Nummer cooler. Ich habe das natürlich jetzt auch nicht so schön gemacht mit dem Zaun hier, aber oh, ich habe gerade so viele Ideen im Kopf. Ich bin richtig gehypt auf diese Mod. Aber wir kommen gleich auch noch zu einem Manko, was diese Mod mit sich bringt. Das hier ist leider nicht ganz so schön. Da würde ich nicht bauen, weil dieser Fluss hier von nahen nicht ganz so schön aussieht. Der ist halt nicht wirklich schön animiert. Aber hier unten könnte man wieder ein sehr schönes Gehege bauen zum Beispiel. Naja, gehen wir erstmal nochmal auf eine andere Map und schauen uns das Ganze da mal an. Ich bin jetzt mal nach Isla Sorna gereist. Hier haben wir nämlich eine wunderschöne Berglandschaft. Und normalerweise ist hier die Begrenzung. Und jetzt können wir gerne nochmal schauen, wo die Begrenzung jetzt ist. Die ist nämlich aufgehoben. Wir können jetzt sogar hier das Terrain bearbeiten, Bäume entfernen. Man kann sogar ganz hier hinten hingehen zu dem Tunnel. Sogar hier die Bäume anpassen. Und auch das Ganze umbauen, wenn man möchte. Man könnte jetzt hier unter sogar direkt ein Gehege machen am Ankunftsort. Sieht sicherlich auch cool aus. Man hat auch die Möglichkeit, das Ganze hier zu entfernen. Aber dann bekommt man natürlich auch Probleme mit den Gästen, dass die nicht mehr in den Park kommen. Also hier kann man richtig, richtig viel machen. Das ist echt insane. Die Möglichkeiten sind jetzt so enorm.
Und das Coolste ist, normalerweise ist es ja bei dieser Map so, dass ihr die gerade richtig in Erinnerung habt. Hier vorne ist dieser Bereich, dann geht's hier lang. Hat man hier diesen Bereich, dann geht's hier lang. Und in der Mitte hat man halt diesen großen Bereich, den man nicht bebauen konnte. Aber das sollte jetzt mit dieser neuen Mod auf jeden Fall machbar sein. Na, ihr seht, ich kann ja wirklich den Berg bearbeiten, wie ich möchte. Was mir allerdings aufgefallen ist, vorhin schon beim Testen. Ja, ich habe jetzt hier leider gerade nicht so eine Stelle. Ich suche mal eben eine raus. Ah, ich glaube, hier vorne sieht man das ganz gut. Machen wir die Bäume weg. Hier hat man es jetzt ja relativ steil. Und ihr wisst ja, in Jurassic World Evolution kann man solche steilen Klippen gar nicht bauen. Allerdings kann ich die jetzt vermutlich hier trotzdem bearbeiten. Ah, nee, kann ich nicht. Okay. Seht ihr, also hier ist dann trotzdem eine Begrenzung drin. Aber an manchen Stellen hat man es dann auch so, dass man das verändern kann, das Terrain. Aber dann kann man es nicht wieder so steil hinbekommen, wenn man es dann wieder zurückbearbeiten möchte. Und dann muss man halt so ein bisschen aufpassen. Also das ist alles noch, ja, nicht so ganz ausgereift, aber es ist trotzdem cool. Also ich will mich nicht beschweren. Ich freue mich mega darüber, dass jemand eine solche Mod in Angriff genommen hat. Weil das ist ja das, was wir uns schon seit Ewigkeiten wünschen. Mehr Bauplatz. Ja, die Linie ist halt riesig. Man kann so groß bauen. In meinem Kopf sind gerade so viele coole Ideen und Möglichkeiten, was man noch machen kann. Allerdings werden die durch eine Sache noch sehr gebremst. Und ich zeige euch auch, ja, warum die gebremst werden. Wir bauen jetzt mal hier ein Gebäude. Verbinden das mal, auch wenn der Ankunftsort hier nicht mehr da ist. Warten mal kurz, bis es fertig ist. So, jetzt speichern wir das Ganze mal. Und jetzt lade ich den Speicherstand mal wieder. Und ihr seht, ein riesiger Bug ist aufgetreten. Die ganze Umgebung, die außerhalb des Parks ist, ist nicht mehr da. Also alles an Foliage, die ganzen Bäume und sowas, alles verschwunden. Das ist natürlich problematisch, denn so sieht das Ganze natürlich wieder nicht so schön aus. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es wäre, wenn man jetzt wieder anfängt und hier was zeichnet, ob das dann bleibt oder auch verschwindet. Das können wir jetzt auch gleich mal direkt testen on the fly. Dann wäre das vielleicht gar nicht so problematisch. Aber das ist auf der Karte auch nochmal ein bisschen anders. Wir gehen gleich nochmal zurück auf Isla Takano. Da ist das Problem nämlich noch enormer. Aber erstmal möchte ich jetzt testen, ob diese Sachen gleich auch wieder weg sind oder ob die bleiben. Alles ist wieder da. Okay. Das ist wirklich ein weirder Bug. Woran liegt das denn jetzt? Habe ich das jetzt wieder gefixt und ausgetrickst oder wie? Oder wenn ich jetzt nochmal ein Gebäude baue, ist es dann wieder weg? Wir testen das. Ich baue nochmal ein Gebäude und lade nochmal neu. Das will ich nämlich jetzt wissen. Der Bug ist ja richtig weird. Aber ich meine, wenn man das dann so wieder fixen kann, indem man da oben außerhalb ein Gebäude platziert, dann wäre das ja gar kein Problem. Aber wir testen das jetzt. Und nochmal neu geladen. Und es ist wieder weg. Das ist echt weird. Das Ganze ist auf jeden Fall ein bisschen komisch. Ich bin jetzt nochmal zurück auf Isla Takano mit diesem schönen Wasser und den Wasserfällen. Und hier sieht der Ladebug halt noch viel, viel schlimmer aus. Also, ja, das ist halt ganz, ganz schlimm. Aber ich frage mich jetzt, ob ich das hier auch wieder fixen könnte, indem ich ein Gebäude platziere. Ich habe das nämlich gerade auch nochmal ein bisschen hin und her getestet und das ist irgendwie mal ein bisschen random, ob jetzt diese Sachen im Hintergrund laden oder nicht. Allerdings haben die Mod-Entwickler in so einen Post geschrieben, wo jemand diesen Bug halt, ja, erwähnt hat, dass sie daran arbeiten. Also ich hoffe noch sehr, dass die diesen Bug gefixt kriegen, weil wenn dieser Bug nicht mehr vorhanden sein sollte, dann fallen mir richtig viele coole neue Bauprojekte ein für Jurassic World Evolution. Und ja, so eine Mod ist einfach das, was wir für Jurassic World Evolution momentan brauchen, damit wir wieder neue kreative Ideen ausleben können in dem Spiel, weil wir ja schon so begrenzte Baumöglichkeiten haben. Eine Insel möchte ich mir aber noch kurz mit euch angucken, nämlich Isla Muerta. Hier diesen wundervollen Sandstrand mit dem kristallklaren Meer hier. Und auch hier kann man natürlich jetzt bis ins Meer bauen. Das ist richtig cool. Also diese ganze Fläche ist halt bebaubar. Das ist einfach nur mega, mega krass. Ich weiß gar nicht, bis wohin es geht. Bis hier vorne. Schaut euch das an. Oh mein Gott. Man könnte hier halt auch einen kompletten Wasserpark draus machen. Also die Möglichkeiten durch diese Mod sind halt richtig krass. Ist halt nur dieser doofe Bug, der hoffentlich noch behoben wird. Aber es ist einfach so schön.
was diese Baubegrenzungsaufhebung einfach macht. Wir platzieren jetzt mal hier auf dem Wasser ein schönes Hotel, würde ich sagen. Da haben wir nämlich das Land schon mal so ein bisschen erhöht. Das hat ziemlich lange gedauert, das Erhöhen. Weil das halt sehr tief war und ich das dann von hier hinten ganz hochholen musste, das Wasser. Aber man könnte jetzt hier zum Beispiel einfach so einen Steg rüberbauen. Und dann hat man ein Hotel mitten auf dem Meer. Solche Möglichkeiten bietet uns diesen Mod halt. Ich finde es einfach so schön. Machen jetzt mal hier den Weg rüber. So. Und schon ist das Hotel auf dem Meer. Man könnte jetzt noch hingehen und natürlich auch noch das Ganze absenken. Damit das noch ein bisschen krasser aussieht mit dem Steg. Wunderschön. Hier vielleicht nochmal anpinseln. Und auch hier könnten wir sogar noch absenken. Ich würde jetzt am liebsten direkt anfangen, einen Park zu bauen. Aber dadurch, dass dieser Bug halt vorhanden ist, traue ich mich da noch nicht ran. Was wäre halt wirklich schade, wenn man dann schon was Geiles baut und dann ist das Savegame irgendwie kaputt oder so. Deswegen werde ich mit sowas auf jeden Fall warten, bis die Mod gefixt wird. Was ich hoffe. So, schaut euch das mal an, wie cool das aussieht. Wenn das Hotel gleich fertig ist, wird es wahrscheinlich nochmal eine Nummer cooler aussehen. Ich mach mal doch wieder Sand hier hin, damit das richtig schön strandig aussieht. Jetzt haben wir einfach ein Hotel auf dem Meer da gleich stehen. Und am Strand können wir dann einfach hier noch so ein paar Bars und so könnten wir hier hinmachen. Das ist eigentlich das perfekte Gebäude. Und dann können wir hier so einen richtig schönen Beachpark bauen. Jetzt noch ein Mosasaurus-Becken hier hin zum Beispiel. Ah, das sieht so cool aus. Ich würde am liebsten so viel ausprobieren. Mitten auf dem Meer sind wir. Mega nice. Hier bauen sich jetzt noch die Gebäude fertig und so. Aber ich denke, das soll für einen ersten Eindruck von dieser Mod reichen. Wenn es da Neuigkeiten gibt und das Ganze gefixt wird, dann werden wir auf jeden Fall ein neues Parkbauprojekt beginnen. Mit einem coolen Wasserthema vielleicht oder auf einer anderen Karte, wo wir dann schön in den Bergen oder so bauen. Naja, dazu kommen wir dann, wenn es dann soweit ist. Das soll die kurze Vorstellung von dieser Mod gewesen sein. Ihr findet sie natürlich unten in der Videobeschreibung. Probiert die Mod gerne schon mal aus, aber baut noch nicht zu viel, weil, wie gesagt, der Bug ist halt vorhanden und es kann dann sein, dass euer Savegame ja kaputt geht oder der Park dann doof aussieht und sowas. Deswegen investiert noch nicht zu viel Zeit, wartet erstmal auf den Bugfix und tobt euch dann ordentlich aus. Und falls euch dieses Video gut informiert hat und gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.